Career Kick, dein Podcast für den Berufseinstieg. Der Ausbildungsvertrag ist unterschrieben. Das kann auch für manche unter uns bedeuten, auch der Umzug in eine neue Stadt. Aber Carsten, wie war das eigentlich bei dir? Ja, Kevin, mein Umzug ist schon etwas länger her. Ich bin damals noch ganz oldschool unterwegs gewesen, indem ich in der Zeitung eine Annonce geschaltet hatte. Versicherungskaufmann sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung neben U- und S-Bahn. Ja. Aber ich glaube, du bist da repräsentativer, weil du nach mir umgezogen bist. Wie war es denn bei dir? Ja, ich habe schon versucht, den moderneren Weg zu nehmen und war immer, glaube ich, Immo-Scout damals unterwegs. Hatte nur für so einen Zwischenzeitraum was gefunden und dann tatsächlich glücklicherweise bei uns im Haus in der Kantine am schwarzen Brett hing was aus und habe dann über einen Kollegen eine Wohnung gefunden. Ja, cool. Aber heute berichtet uns Marco aus Hannover, wie er seine Wohnung für seinen Ausbildungsstart gefunden hat. Ja, heute ist uns live der Marco zugeschaltet aus Hannover. Marco, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörern vor. Ja, hallo. Ich bin Marco, ich komme aus der Region Hannover und bin da jetzt in Hannover Auszubildender. Bin jetzt im 2. Lehrjahr und ja, das soll es fürs Erste auch mal sein. Okay. Und du bist für die Ausbildung näher an den Ausbildungsort gezogen, oder? Ja, also ich habe da halt etwas gesucht, also eine Wohnung, natürlich dann möglichst günstig, wenn es um Ausbildung geht. Und halt auch optimal wäre in Zentrumsnähe. Und gab es da irgendwelche Tücken oder fiel dir das einfach? Also am Anfang dachte ich, das war recht einfach. Weil ich habe mich umgeschaut, die Seite gefunden, WG gesucht. Da werden auch wahrscheinlich die meisten dann schnell drauf stoßen. Da findet man auch wirklich viele Sachen. Und da kann man auch problemlos Leute anschreiben, hat immer Preis, alles auf einen Blick. Aber ich habe im Endeffekt festgestellt, dass es da recht viel Konkurrenz gibt und dementsprechend auch schwieriger ist, an was zu kommen. Wie hast du das dann gemerkt, dass da mehr Konkurrenz war? Einfach oftmals auch keine Antwort bekommen oder wurde das klar schon gesagt vorneweg, dass da viele Bewerber drauf sind? Also oft war halt auch so, dass es teilweise wirklich Gruppenbesichtigungen gab. Das heißt, man denkt, man kommt da zu einer Besichtigung so, mit dem möglichen WG-Partner und sich. Aber im Endeffekt stehen da dann irgendwelche 10 Leute vor der Tür und warten. Also es gibt tatsächlich da sehr viele Anzeigen und auch ganz viele Rückmeldungen. Ja. Sehr oft ist es auch passiert, dass man wirklich angeschrieben hat und keine Rückmeldung bekommen hat. Okay. Und aus deiner Erfahrung her, wie würdest du einschätzen, welches Portal war so das Beste? Also wo war die Erfolgschance einfach am höchsten? Also ich war tatsächlich sehr positiv überrascht von eBay Kleinanzeigen, weil da gehen wahrscheinlich nicht so die meisten hin, wenn es so um Thema WG geht. Aber da sind tatsächlich auch viele WGs drauf, auch teilweise welche, die es auch auf WG gesucht gibt. Ja. Und das ist da auch alles recht simpel geregelt. Und da gibt es dann auch mal andere Sachen, wie zum Beispiel eine WG, die erst in 2 Monaten überhaupt fertiggestellt ist. Okay. Also da kann man auch interessante Sachen finden. Und da ist die Antwort Garantie höher? Also da habe ich auch fast immer eine Antwort bekommen. Und man hat teilweise auch, dass die Leute schon Bewertungen haben von eBay Kleinanzeigen an sich. Und da liegt denen auch meistens mehr dran, tatsächlich gut zu antworten, damit die Leute nicht eine schlechte Bewertung hinterlassen. So, also du hattest dann WG gesucht, geschaut bei eBay Kleinanzeigen und dann bist du darauf fündig geworden oder wie hast du deine Wohnung in der Großstadt dann letztendlich gefunden? Das ist, bei mir war es über ein kleines bisschen Umweg, weil ich habe halt auf den beiden Sachen viel geschaut, viel gefunden und auch noch mehrfach immer wieder besucht. Aber im Endeffekt hatte ich Erfolg einfach nur durch das Vor-Ort-Sein und so auf schwarzen Brettern schauen, weil da gibt es dann halt nochmal weniger Konkurrenz und auch teilweise Sachen, die auch günstiger sind, als sie eigentlich sein sollten.
Weil halt diese weniger Konkurrenz da ist. Sind die schwarzen Bretter dann in der Universität gewesen oder im Supermarkt? Oder wo hast du die schwarzen Bretter gefunden? So tatsächlich ein wenig alles. Also ich habe in der Bayer Stadt geschaut, da gab es auch einige. Es gibt ja welche, die sind einfach vor Ort in einem Gebäude und hängen da. Dann gibt es tatsächlich aber auch online recht gute. Und also bei den Unis hat man auch immer gut was finden können. Und dann also bist du deine Wohnung dann über schwarze Brett direkt gefunden. Das heißt, du hast da angerufen und bist dann zur Besichtigung marschiert. Ja, also so war es im Prinzip. Bloß die Wohnung, die ich dann gefunden habe und auch im Endeffekt genommen habe, war gar nicht die ich besichtigt habe. Denn nach dieser Besichtigung von einem der schwarzen Bretter bin ich dann einfach zur Mittagspause in ein Lokal in der Nähe gegangen. Okay. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen darüber erzählt, dass ich eine Wohnung besichtigt habe, die auch an sich ganz interessant ist. Und dann wurde ich tatsächlich darauf hingewiesen, dass die Lokalbesitzerin die Vermieterin kennt von einem Gebäude gegenüber, wo gerade frisch Studenten-WGs renoviert werden. Okay. Und dann bin ich quasi auf ihre Empfehlung hin einfach über die Straße rüber in dieses halbfertige Haus gegangen und habe da die Vermieterin gefunden. Okay. Und das Ganze war noch nicht in Zeitungen oder Ähnlichem. Sie hat gesagt, sie hat schon eine Zeitungsschaltung quasi gekauft und so. Also im Endeffekt hat das dann auch gut funktioniert. Das war eine schöne Wohnung, noch im Bau. Also aber es war tatsächlich eine Renovierung, aber wirklich okay. Von Grund auf neu. Und dann hast du gleich die Zusage bekommen. Ja, denn für die Vermieterin war es halt sehr praktisch, eine frühe Zusage zu kriegen. Für mich war es sehr praktisch, weil die Wohnung eigentlich von den Preisen her nicht vergleichbar war mit anderen. Die war halt für Fläche, Höhe und alles sehr günstig. Okay. Vor allem, weil es ein ursprünglicher Altbau war, hat man da wirklich 3,70 Meter hohe Decken gehabt. Wow. Also da hatte ich im Endeffekt echt einen Glücksgriff gefunden. Und das auch, weil ich halt nicht so auf diesen Standardwegen unterwegs war. Hat es dann bei dir gepasst, auch mit der Zeit? Weil du meintest, die war noch im Umbau, also mit Einzugstermin und allem, hat es dann sogar auch noch vom Timing gut gepasst? Also am Anfang schien es so, als würde es gut passen, aber es hat dann halt sich noch ein wenig gezogen. Ich dachte, ich werde nur für 1 bis 1,5 Monate zur Überbrückung irgendwo was finden müssen. Mhm. Und dann hatte ich mich erstmal zur Zwischenmiete in einem Studentenwohnheim wiedergefunden. Das war ein wirklich sehr kleines Zimmer. Schöne 8 Quadratmeter hatte ich da. Mit einem Waschbecken drin und das war es dann auch schon fast. Okay. Die Toilette war halt, wie es manchmal in Studentenwohnheimen so ist, war halt Toilette, Dusche und ähnliches den Gang runter, genau wie eine Gemeinschaftsküche. Ja. Okay. Also das war definitiv interessant, aber auch das hatte tatsächlich so seine Vorzüge. Okay, und da hattest du aber dann ein Einzelzimmer in dem Studentenwohnheim? Da hatte ich ein Einzelzimmer. Die 8 Quadratmeter teile ich mir nicht gerne. Okay. Und dann, nach den 1,5 Monaten, bist du dann in die WG eingezogen. Und wie groß war dann eure WG? Also, die WG hatte im Endeffekt, wir waren da zu zweit drin. Mhm. Ich und einen Bekannten, der auch auf WG-Suche war, habe ich dann halt angeschrieben und angeboten, ob er da mit mir zusammen rein will, weil ich den ja schon kannte. Und dann hatten wir da insgesamt 42 Quadratmeter. Also wirklich für eine WG mit zwei Leuten sehr gut. Okay. Klingt echt sehr gut. Gibt es denn noch wichtige Tipps oder gibt es eine lustige Geschichte, von der man sich nicht abschrecken lassen sollte? Was sind so deine lustigen Erfahrungen auf der Wohnungssuche gewesen? Ja, also lustige Erfahrungen gab es echt einige. Aber das ist halt wirklich auch immer eher so die Ausnahme. Wenn man sich da irgendwie 30, 40 Wohnungen oder so anschaut, gibt es da immer mal so diese 3, 4, die ein bisschen hervorstechen. Zum Beispiel die eine davon war, dass ich quasi da angekommen bin bei einer Wohnung, die definitiv nicht die schönste war. Da haben die Bilder deutlich besser ausgesehen, als was im Endeffekt drin war. Und bei dem Vermieter, da war dann der Spaß, wo es angefangen hat. Okay. Das war nämlich ein, ich würde es mal ganz freundlich formulieren, mit jemand, der was gegen Studenten einfach aus Prinzip hatte. Okay, also Studenten-Azubis, oder? Ja, in dem Sinne. Er wollte aber wirklich nur spezifisch an Studenten vermieten. Okay.
was auch wenig Sinn gemacht hat, weil er nur was gegen die hatte. Okay. Und im Endeffekt war das quasi eine Art Gartenlaube, die dann in eine Wohnung umgebaut wurde. Mhm. Und der wollte dafür einen echt sehr hohen Preis haben. Und die wichtigste Sache, die er bei dem Ganzen gesagt hat, ist, der Garten direkt vor euch, der war ungefähr so fast 400 Quadratmeter groß bestimmt. Er meinte, wenn er nur einmal einen davon auf dem Feld sitzen sieht, ist er sofort raus aus der Wohnung. Okay, Mensch. Ja. Super Voraussetzung für ein gutes Mietverhältnis. Ja. Hättest du sonst noch, Marco, so allgemeine Tipps, so Ratschläge, wo du sagst, okay, das für alle da draußen, die auch noch auf Wohnungssuche sind oder zukünftig auch in eine Großstadt ziehen wollen oder müssen aufgrund einer beruflichen Veränderung, was du auf jeden Fall gern mitgeben würdest? Ja, also einer der wichtigsten Tipps ist halt so, erstmal nicht wirklich nachlassen. Man schreibt gerne mal Leute an und die übersehen das schlicht und weg einfach. Die werden von 20, 30 oder noch viel mehr Leuten angeschrieben. Und oft hatte ich mal angeschrieben und es kam keine Antwort. 2, 3 Tage später nochmal geschrieben und es kam eine Antwort. Also man fühlt sich da manchmal, als würde man ein wenig nerven, aber da sollte man wirklich ab und zu mal nachhaken, weil die Leute haben meistens auch Interesse daran, einen WG-Partner zu finden. Ja, und was so aus meiner Erfahrung rauskommen würde, wäre, dass man vielleicht auch wirklich mal andere Optionen als WG gesucht und eBay Kleinanzeigen verwendet und sich wirklich in die Stadt begibt, sich umschaut und guckt, was man so finden kann. Einfach vor Ort sein in dem Sinne. Okay, super. Dann vielen Dank, Marco, für deinen Bericht zum Thema Wohnungssuche in der Großstadt. Und wir wünschen dir noch für deinen weiteren Weg in der Berufsausbildung viel Erfolg und weiterhin viel Spaß. Ja, danke. War schön, hierbei zu sein. Okay, mach's gut, danke. Ciao, Marco. Ciao. Ciao. Tschüss. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns eine kurze E-Mail an careerkick@allianz.de. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns auf Spotify, Deezer, iTunes oder YouTube ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und wenn du dich für eine Ausbildung oder duales Studium bei uns interessierst, findest du weitere Informationen auf careers.allianz.com. Do you want some outtakes? Okay. Bist ja. du bereit, Marco? Eine Sache noch. Ja, ich soll mir vielleicht kurz Wasser holen. So, der Ausbildungs... sorry. Ich rede einfach weiter, ne? Da können wir dann cutten. So, der Ausbildungsvertrag ist unterschrieben. So, der Ausbildungsvertrag ist unterschrieben. Und manche Azubis ziehen dafür auch in eine andere Stadt und es geht mit der Wohnungssuche los. Der Ausbildungsvertrag ist unterschrieben. Das kann auch für manche bedeuten, der Umzug in die neue Stadt, in die nächste Stadt. Und ja.